Jeder kennt es von euch. Ihr spielt jahrelang dieses eine MMORPG, tausenden von Stunden, wartet auf jedes kleinste Update für ein bisschen Content und irgendwann braucht ihr einfach eine Abwechslung. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen sollte. Irgendwie. Irgendwo in der Steam Library findet sich vielleicht irgendein Game, was ich schon mal gezockt habe, worauf ich mir wieder Bock habe. In YouTube gibt es bestimmt irgendwelche Videos, aber ich kam einfach nicht mehr weiter. Und dann fiel mir die Idee ein. Ich setzte mich hin an meinem PC, tippte die magischen Worte ein und dann kam folgender YouTuber raus. Moin, ihr Halunken, mein Name ist Endenburg. Seine Videos waren immer so brillant. Er hat immer jedes einzelne MMO so auseinandergenommen. Und ich hoffe einfach, dass in dieser Tierlist eines dabei ist, wo ich gerne zocken würde. Die ersten haben mir leider nicht so gefallen. Aber dann, nach circa 7 Minuten... Zweiten ist der nächste Kandidat, nämlich Black Desert Online. Hier erwartet uns ein großartiges und komplexes... Egal. Oh, da geht's ja richtig ab. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat das kurze Intro gefallen. Ich glaube, es ist euch allen klar, dass ich nicht Throw-On aufhören werde, auf gar keinen Fall. Aber ich habe schon extrem lang nach einem MMO geguckt. Und ja, Black Desert Online. Digga, was ein geiler Scheiß, ja? Was ein geiler Scheiß. Aber vom ersten Eindruck macht's extrem Bock. Die Videos, die ich gesehen habe, die Sachen, was man alles machen kann. Vielleicht weiß ich auch nur 0,1% vom Game. Wahrscheinlich ist es auch so. Aber bis jetzt, vom Comment-System her, vom Questen, keine Ahnung, von diesen ganzen Skillungen, von den Klassen, alles ist einfach geisteskrank. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Wir gehen jetzt rein in den Grind und auch ins richtige Video. Viel Spaß euch. So, wir sind jetzt im BDO drin. Das hier ist, by the way, mein Char. Und was ich vorhin meinte mit den Abilities, ist jetzt einfach geisteskrank in diesem Spiel, ja. Und was ich euch allen empfehlen würde, was mir sehr geholfen hat, ist, einen Season Char zu erstellen, anstatt den normalen. Und diese Questline hier durchzuspielen. Questliste und dann Hauptquest. Und dann sieht ihr hier die ganzen Quests, ja, hier sind jetzt schon abgeschlossen. Und dann müsst ihr die bis Valencia spielen, ja, bis Valencia. Die erklären euch auch ein paar Sachen, kriegt ihr auch so eine grobe Erklärung oder kriegt ihr mit, wo ihr hier auf der Weltkarte hin müsst. Ich muss zum Beispiel als nächste Quest hier ein paar Mobs killen. Wo ich das Ganze gelernt habe, war natürlich von dem ein und wahren YouTuber, der uns alles in BDO erklären kann. Mein Name ist Endenburg. Nein, Spaß beiseite. Es war natürlich Wakayashi. Aber so lost wie ich war, habe ich mir Tutorials angeschaut und ich habe leider nichts verstanden. Nicht, weil er schlecht erklärt hat, im Gegenteil, extrem gut. Aber wie wir alle wissen, bin ich sehr, sehr, sehr lost. Ja, wir können, wenn ihr wollt, immer so 1 oder 2 Stunden Troll streamen und danach halt ab und zu mal ein bisschen Troll. Exklusive Valencia 1. Bis Valencia 1 heißt also, bis mit dir einschließlich, also alles vor Valencia 1 einschließlich, aber Valencia 1 nicht mitnehmen, Leute, ja? Nicht nochmal bitte in den Stream kommen und nachfragen. Sagt Baka, heißt es, dass ich jetzt auch Valencia 1 Quest soll? Nein, bis Valencia exklusive, Leute. Das Ding ist, es gibt für jede Klasse dann nochmal so eine Art Awakening ab Level 56 quasi. Das heißt, da wird die Klasse dann nochmal viel, viel krasser. Ich habe das noch nicht freigeschalten, da ich erst Level 50 bin. Ich habe auch noch nicht viele Spielstunden. Aber wir werden das in den nächsten Streams auf jeden Fall viel anzocken. Ich hoffe, ihr seid auch dabei oder ihr seid schon längst im BDO-Grind drin und könnt mir teilweise noch helfen. Also Tipps geben oder wie auch immer. Ja. Oh, Digga, mein Pferd wieder noch angegriffen. Ja, das Ding ist, es wird auch immer markiert, wenn das angegriffen wird. Deswegen ist das ziemlich gut. Das Ding ist, in BDO, man kann halt, ich habe gesehen, ihr könnt, ich meine, gönnt euch mal allein, wie groß die Map ist, ja. Das sind hier alles Weltenbosse. Und was mir so extrem krass gefällt, wovon ich gehört habe, was hoffentlich auch so ist, die Farmgebiete quasi, oder die Farmgebiete allgemein in BDO, sind größtenteils so aufgebaut, dass einfach
Massen von Mobs ist, oder ihr macht halt irgendwie solche Weltenbosse oder sowas, oder Massen von Mobs, dann farmt ihr das stundenlang und irgendwann kriegt ihr dann mal ein Item gedroppt, was richtig viel Wert hat, oder es ist ein Gear-Item oder wie auch immer, und das liebe ich so sehr, ja. Das war auch bei Metin 2 so ähnlich, und das feiere ich einfach komplett. Bei Trove waren es halt eher Dungeons, hier sind es halt einfach diese Massenanzahl von Mobs, und ja, das ist einfach so geil. Und dann auch noch mit diesem, ja, mit diesem Combat-System, Digga, ich weiß nicht. Klar, nach tausenden Stunden, wenn man die gleiche Klasse spielt, irgendwann ist es auch nicht mehr sowas Neues für einen. Aber bis jetzt kann man safe mehrere hunderte Stunden in Einschar usen und... Digga, er macht einfach WWE-Move. Und jetzt gönnt euch gleich mal, wenn der komplett ausrastet. Achtung, mit Shift-Q. Gönnt euch mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt öfters BDO streamen und natürlich auch aufnehmen. Ich werde weiterhin Trove-Videos machen. Guides, keine Sorge. Aber ich brauchte einfach mal ein zweites MMO und ich habe da so Bock rein zu grinden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, ihr seid auch schon heftig im BDO-Grind drin. Oder downloadet es jetzt. Ich verlinke euch unten noch das Game. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Ciao, ciao.